Moin ihr Schurken, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar heute möchte ich euch den allerersten Launch-Glitch bzw. Katapult-Glitch in Red Dead Redemption 2 zeigen. Ich weiß, dass dieser Glitch schon einige Wochen alt ist, aber aufgrund von einer bzw. mehreren Erkältungswellen, die ich gerade durchlebe und durchlebt habe, war es mir nicht möglich, darüber ein Video zu machen. Aber trotzdem möchte ich ihn euch gerne mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ich habe das Ganze in der Story gemacht. Einen kleinen Tipp an dieser Stelle, legt euch einen extra Spielstand dafür an. So, wenn ihr das dann habt, dann braucht ihr einfach nur eine Kutsche. Ich würde euch empfehlen, eine relativ große Kutsche zu nehmen, also keine Passagierkutsche, wo irgendwelche Leute drin sitzen. Es funktioniert mit einem Planwagen oder mit so einer größeren Kutsche, aber wenn ihr keinen Bock habt, ewig lang rumzureiten, um euch die passende Kutsche rauszusuchen, dann könnt ihr auch irgendwelche Cheats verwenden. Allerdings, wenn ihr Cheats aktiviert, dann bekommt ihr keine Trophäen mehr und das Spiel speichert dann auch nicht mehr, deswegen aktiviert die Cheats, wenn ihr das dann ausprobieren wollt. Und wenn ihr danach fertig seid, startet ihr einfach das Spiel neu und könnt ganz normal in der Story wieder weiterspielen, ohne irgendwelche Einflüsse bzw. negative Einflüsse zu haben. Danach taucht vor euch eine Kutsche auf, und wenn es einfach die falsche ist, einfach so eine kleine ist, ist gar kein Problem, dann reitet oder läuft ihr ein bisschen weiter weg, aktiviert das Ganze wieder und danach taucht die nächste Kutsche auf, und das müsst ihr halt so lange machen, bis ihr entweder so einen Planwagen habt oder so eine größere Kutsche. Es spielt auch keine Rolle, ob da jetzt ein Pferd oder zwei Pferde das Ganze ziehen, das funktioniert mit beiden Kutschen auf jeden Fall. Anschließend müsst ihr auf irgendeinen Berg reiten, wo einfach so ein starkes Gefälle ist. Dort müsst ihr die Kutsche so platzieren, wie ich das euch im Video zeige, und dort ist es halt ganz wichtig, dass wenn die Pferde sterben sollten, dass die Kutsche automatisch nach hinten rollt. Wenn es nicht der Fall ist, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr relativ ein starkes Gefälle nehmt, dass die Kutsche auf jeden Fall nach hinten rollt. In der Story ist es nicht möglich, die Pferde von der Kutsche auszutöten, außer mit dem Brandsatz halt. Und deswegen braucht ihr halt möglichst viele Brandsätze, falls es beim ersten Mal nicht funktioniert. Und dort ist halt auch noch ganz wichtig, dass ihr den Brandsatz weit genug wegwerft, dass es nicht in der Kutsche losgeht und dass ihr anfangt zu brennen. Aber ihr dürft auch nicht zu weit weg den Brandsatz legen, sonst kommt das Feuer nicht an die Pferde hin. Also ihr müsst einfach nur schauen, dass die Pferde durch den Brandsatz sterben. Ich würde euch empfehlen, das Ganze so wie ich zu machen, einfach aus der Kutsche rauszugehen, euch daneben hinzustellen und den Brandsatz relativ nah an die Pferde hinzuwerfen, aber halt nicht zu nah, dass sie nicht gleich sterben, aber auch nicht zu weit weg, dass das Feuer die Pferde nie erreicht. So, wenn die Pferde dann anfangen zu brennen, dann sterben die, und ihr merkt dann auf jeden Fall, dass die Kutsche sich nach hinten bewegt. Jetzt müsst ihr einfach nur das Dead Eye aktivieren, stellt euch ein bisschen weiter hinten an die Kutsche hin und schaut nach vorne. Also wenn ihr da zu nah am Rand seid, dann springt ihr aus der Kutsche raus, deswegen braucht ihr noch ein bisschen Platz nach vorne oder nach hinten, je nachdem in welche Richtung ihr dann springen wollt. Damit der Charakter halt nicht aus der Kutsche rausspringt. Sobald ihr dann sitzt, müsst ihr das Dead Eye aktivieren, und sobald das Dead Eye aktiviert ist und die Kutsche immer noch in Bewegung, müsst ihr einfach die ganze Zeit 4x spammen, also so, dass er im Dead Eye quasi springt. Und wenn ihr dann die Sprungtaste gedrückt hält, dann katapultiert es euch ewig weit, könnt dann richtig weit fliegen, und es macht auf jeden Fall Riesenspaß, wenn es natürlich klappt. Und danach katapultiert es euch halt ewig weit durch die Map, und ist auf jeden Fall richtig geil. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachmachen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Wünsche euch noch einen hammergeilen Tag, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zzzz.